Naja, aus aktuellem Anlass folgendes. Und zwar, ich habe das immer wieder gemerkt, in höheren Klassen haben die Schüler wirklich, so wie auch heute wieder geschehen oder in letzter Zeit immer wieder beobachtet, Angst vor Brüchen. Und zwar vor dem Verarbeiten in Anführungsstrichen von Brüchen. Beispiel bei Gleichungssystemen. Da passiert folgendes. Ich habe hier mal zwei Graphen hier skizziert und die haben hier an der roten Stelle hier, haben die ein Schnittpunkt. Das heißt, die haben da gemeinsame x- und y-Werte hier an der Stelle. So, und wir haben diesen Graphen mal schnell, beide Graphen schnell skizziert und haben den Schnittpunkt geschätzt, deswegen SG, ungefähr geschätzt auf 1,1, das ist der x-Wert hier, das ist x und das ist der y-Wert, auf rund 1,5. Ungefähr, ne? Besser geht's nicht. Das wird also da, hat der schwarze, gelb unterlegte Graph den gleichen x-Wert wie der türkisene Graph und den gleichen y-Wert haben sie auch. Deswegen kann man ja, ich halte das Video jetzt gleich mal an und rechne, oder nee, machen wir es so. Deswegen kann man ja sagen, an der Stelle sind beide y-Werte gleich, nochmal zur Wiederholung. Das heißt, wenn einerseits y das Wert ist, also so berechnet wird, indem ich sage 2 Drittel x plus 1 ergibt den y-Wert und für den anderen Graph rechne ich y so aus, dass ich sage 5 mal x minus 3, dann kann ich auch sagen, ich setze das gleich, das machen wir mal schnell und dann kommen wir zum eigentlichen Problem. Also die erste gleich der zweiten Gleichung. Ich betrachte es jetzt als Gleichung, also ich sage, das rote von der ersten schreibe ich hin als 2 Drittel x plus 1 und das ist genauso groß wie 5x minus 3. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt allgemeine Ratlosigkeit auf. Ja. Wie man Gleichungen löst, das mag noch gehen, aber Hauptsache es sind keine Brüche drin. Dass das ganz einfach ist, darauf komme ich dann jetzt zu sprechen und werde das anhand von vielen kleinen Beispielen immer wieder erläutern. Mir kommt es jetzt gar nicht so sehr darauf an, x und y auszurechnen, sondern jetzt erstmal, dass man mit den Brüchen besser umgeht. Und was dahinter steckt, dazu werde ich immer wieder kleine Zusatzerklärungen hier irgendwo auf der rechten Seite machen. Gut, also bei solchen Sachen, wo auf beiden Seiten der Gleichung x stehen, sagt man, man nimmt am besten die wenigeren x und das sind nur 2 Drittel eines x weg. Da hier ein stilles Plus steht, ne, ich schreibe es mal ganz dünn hin, sagt man, das Gegenteil von plus 2 Drittel x ist minus 2 Drittel x. Hui, und jetzt geht schon der Ärger los. Dass das hier verschwindet, 2 Drittel und minus 2 Drittel x ist weg, dann, und dass hier eine 1 stehen bleibt, bis dahin geht das noch. Aber was mache ich jetzt? Jetzt steht hier 5x minus 3 Ganze. Und da ich auf beiden Seiten 2 Drittel x abziehe, sieht das Ganze so aus. Das ist keine Schande, sich die x mal zu kennzeichnen. Immer mit Vorzeichen, weil hier keins ist, kann ich es weglassen. Aber hier minus 2 Drittel x. Das heißt, ich fasse jetzt zusammen. Zusammenfassen. Aber, naja, zusammenfassen. So geht es jetzt weiter. Ich lasse die 1 hier stehen, logisch, denn hier drüben passiert gar nichts. Und die beiden hier. Die werde ich jetzt zusammenfassen. Bei 5x, wer das nicht so richtig kann, dem rate ich immer Folgendes. Er soll einfach sagen, das sind 5 Eintel x. 5 Ganze. Hier, darauf kommt es an. Hier, 5 Eintel. Ruhig durch 1 nochmal hinschreiben. Dann sieht man das besser, was man dann nämlich macht. Minus 2 Drittel x schreibe ich erstmal hin. Lieber eine Zeile mehr schreiben. Achtung, die minus 3 nicht vergessen. Die werde ich dann schon wegbombardieren. Ne? Aber jetzt kommt es, und zwar, das mache ich jetzt in Blau. Wenn ich zwei Brüche addieren oder subtrahieren muss voneinander, muss ich die gleichnamig machen. Das Ding heißt Eintel, das übersehen die meisten, dass hier eigentlich ruhig Eintel geschrieben werden kann. Und gleichnamig machen, ich passe diese Eintel einfach den Drittel an, indem ich sage, ich nehme unten und oben mal 5. Warum unten und oben? Das ist pures Erweitern, sonst würde ich das alles kaputt machen. Ich mache mal gleich noch was anderes. Ich nehme mal im nächsten Schritt diese olle 3 weg hier, indem ich sage plus 3. Denn ich brauche hier ein bisschen Platz. Auf beiden Seiten heißt es, 4 ist gleich. Hinten minus 3 plus 3 wird sich aufheben, kann ich lassen. Und jetzt schreibe ich das mal aus und schreibe 25 Fünftel x. Wenn ich das nochmal kürzen würde, wären es wieder 5x. Ne? 25 durch 5 steht ja hier eigentlich auch. So. Und davon kann ich, was hatte ich gesagt, Fünftel. Ich bin etwas bescheuert, pardon. Ich darf natürlich nur mit 3 erweitern, das wäre ja albern hier.
Aber naja, so kommt es. Spätestens an der Stelle hätte ich gesehen, dass die wieder ungleichnamig sind. Egal. Also, ich erweitere mit 3, damit die hier Drittel heißen. Denn die heißen ja schon Drittel. Hier kann ich nichts machen. Also nochmal. Ich erweitere und schreibe wie folgt unten hin. Das sind 15 Drittel x minus 2 Drittel x. Minus 3 ist ja entfallen, ne? Durch diesen Schritt hier. Auf der nächsten Zeile ist das entfallen. Und jetzt kann ich zusammenfassen. Jetzt kann ich sagen, naja, jetzt ist es ja nicht mehr so schlimm. Die 4 bleibt hier stehen. Und jetzt 15 minus 2, das sind bloß noch 13 Drittel x. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt muss ich ja, das x muss alleine stehen. Ich lasse das auf der rechten Seite stehen. Denn es ist ja egal, ob ich sage, meinetwegen, Ergebnis ist gleich x. Oder ich sage, x ist gleich Ergebnis. Leute, ich kann es euch nur empfehlen, lasst das wirklich so stehen, dass das x immer auf der einen Seite steht, wo es nun mal steht. So, mein Ziel ist also, ein Ergebnis rauszubekommen, wo ich sage, und das ist gleich x. Jetzt gibt es mehrere Wege. Ich nehme mal den leichteren oder den naheliegendsten. Der naheliegendste ist, weil ja hier ein stilles Mal steht, 13 Drittel mal etwas. Heißt, ich nehme das Gegenteil, geteilt durch 13 Drittel. Und jetzt zum Zusammenhang. Jetzt kommen wir hier rechts. Achtung, warum ich das so mache. Das schreibe ich mal schnell hier hin. Und zwar, Brüche werden dividiert. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ein halb geteilt durch ein Drittel. Das ist jetzt ein Beispiel, ne? Ein Beispiel. Das hat jetzt nur wenig mit den eigentlichen konkreten Zahlen zu tun. Muss ich so schreiben, bevor ich überhaupt rechnen kann, da ich sage, ich behalte den ersten Teil, also den Dividenden, den lasse ich so, und bilde den Kehrwert, also drehe das um und damit kann ich multiplizieren. Das hatten wir in der sechsten Klasse schon, ne? Nochmal, ich habe hier, Achtung, hier, das hier, diesen Wert, den habe ich umgedreht und jetzt kann ich schreiben, statt geteilt durch, schreibe ich mal. Und jetzt ist die Aufgabe wieder einfach. Jetzt kann ich sagen, Zähler mal Zähler. Das wäre also, na, oh, jetzt habe ich einen falschen Stift. Das wäre also Zähler mal Zähler. 1 mal 3 ist 3. Und hier unten Nenner mal Nenner. 2 mal 1 ist 2. Zurück hierzu. Wenn ich sage, ich teile durch 13 Drittel, kann ich doch auch gleich sagen, ich sage, okay, dann kann ich doch gleich mal 3 Dreizehntel nehmen. Logisch, warum? Ich mache es mal ausführlich. Achtung, dann steht auf beiden Seiten 4 mal 13, mal 3 Dreizehntel. Ja, es geht schon los. Hab wohl heute zu oft Mathe gemacht. Und hier auf der anderen Seite nehmen wir mal das 13 Drittel mal 3 Dreizehntel mal x, nochmal zur Wiederholung, wer es nicht mehr weiß, was da passiert beim Gleichung lösen, man macht das deswegen, damit dieses 13 Drittel verschwindet. Jetzt kann ich sagen, beide 13 gehen durch 13 zu kürzen, beide 3 durch 3. Hier steht einmal x und dann kann ich auch x schreiben. Aber was mache ich auf der linken Seite? Achtung, wir müssen uns wieder vor Augen halten, hier steht eigentlich 4 Eintel. Jetzt muss ich aber nicht erweitern, denn das ist eine Malaufgabe geworden. Hier, das Ganze ist eine Malaufgabe geworden. Die kann ich auf einen Bruchstrich schreiben. 1 mal 13 bleibt 13 und 4 mal 13 ist 12. 4 mal 3 ist 12. Aua, aua, aua. Heute ist was los. So, ganz nebenbei, für die, die auch deswegen gucken, ob Gleichungssysteme richtig gelöst werden, dieses Ergebnis, dieses x, den x-Wert überprüfe ich. 12 Dreizehntel, sind wir uns klar, 13 Dreizehntel wäre 1, 12 Dreizehntel sind knapp vor 1. Das reicht mir, ich muss da nicht rechnen. Und hier geschätzt, naja, wenn ich ein bisschen besser geschätzt hätte und vor allem besser gemalt hätte, wäre das kurz vor 1. Hier sind es 1,1, mein Gott, passt. Bei Y wird irgendwas um die 1, noch was rauskommen. 1,5, 1,3, 1,4, 1,7, irgend sowas. Aber wie rechne ich das aus? Und jetzt kommen wir wieder zu Brüchen. Jetzt sage ich, okay, wenn ich den x-Wert weiß, x ist 12 Dreizehntel, dann sage ich, gut, diese 12 Dreizehntel, die muss ich hier verwursten. Normalerweise mache ich das unten, aber da wir das besser oben sehen, zeige ich das hier. Also der Schritt, der eigentlich hier kommt, heißt, ich setze x in die erste ein
und setze dann X zur Sicherheit nochmal in die zweite ein und überprüfe mein Ergebnis. Achtung, das machen wir jetzt oben. Also, sehen wir besser. X in die erste bedeutet, ich schreibe die ganze Gleichung ab, aber außer X schreibe ich sonst alles ab und statt des X schreibe ich den richtigen Wert. Y ergibt sich aus, indem ich sage 2 Drittel, ne, abschreiben hier, mal, und jetzt gucke ich nochmal, aha, 12 Dreizehntel. 12 Dreizehntel. Und weiterschreiben, plus 1. Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Mit anderen Worten, ich muss hier 2 mal 12 und unten 3 mal 13 rechnen, aber damit ich mir das Leben erleichtere, kürze ich mal. Ich kürze mal mit Blau. Die 12 und die 3, die gehen beide durch 3 zu teilen. 3 durch 3 ist 1. Immer in Gedanken sagen, durch was teile ich? Beide durch 3. 3 durch 3 ist 1, 12 durch 3 ist 4. Jetzt habe ich ausreichend gekürzt. Achtung, die 2 und die 4 stehen oben, die darf ich nicht kürzen. Ne? Immer von oben und nach unten oder unten nach oben, das geht. Ob das schräg ist oder ob das gerade runter geht, hier geht es nicht, hier geht es auch nicht. So geht es am leichtesten. Jetzt habe ich mir die Sache erleichtert. Ich schreibe weiter. Y ist gleich. Immer schön alles hinschreiben. 2 mal 4 ist 8. 1 mal 13 ist 13. Und jetzt mache ich das gleiche wie hier und sage plus 1. Ja, da muss ich irgendwas Schlaues draus machen, denn ich muss ja Dreizehntel rauskriegen. Also sage ich, okay, ich stelle mir hier vor, das wäre ein Eintel und schreibe die 13 oben und unten dahinter, denn ich habe jetzt 13 Dreizehntel. Und das lässt sich zusammenzählen. Y ist also 8 und 21, 8 plus 13 ist, oh je je, 21 Dreizehntel. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier oben reingeschmiert habe, aber man sieht es besser. Und diese Formel hier, das Einsetzen, das hier ist die gleiche Formel hier. Diese ist die gleiche Formel, aber statt x schreibe ich den Wert, den ich für x rausbekommen habe. Und dann kommt der gleiche Kram wie sonst. Jetzt schlage ich vor, Leute, haltet das Video zu Hause an und setzt diese 12 Dreizehntel, die ihr rausbekommen habt, mal in diese Gleichung ein. Ich drücke jetzt Pause-Taste. Ihr drückt auch Pause-Taste. Macht das und überprüft, ob das Gleiche rauskommt. Überprüft mal, ob das geht. Gut, also machen wir es nochmal mit Hilfe. Die Formel hieß ja normalerweise die zweite: y ist 5 mal x minus 3. 5 mal x minus 3. 5 mal x. Das schreiben wir nicht, sondern 12 Dreizehntel, was x wert ist. Minus 3 Ganze. Jetzt Vorschlag. Wer das dann hingeschrieben hat, macht dann weiter. Wer es noch nicht wusste, Pausetaste und so weiter. Ich mache jetzt mal weiter. Nächste Zeile. Ich sage mir, okay, das heißt ja eigentlich Eintel, ne? Und ich kann sagen, aha, Zähler mal Zähler. Zähler heißt jetzt 5 mal 12, 60. 1 mal 13, 13. Jetzt muss ich hier hinten noch was machen. Ich muss die gleichnamig machen. Ich muss also Eintel draus machen und mit 13 erweitern. Oben und unten immer das gleiche tun. Wenn ich 3 mal 13 nehme, habe ich 39. Und hier unten habe ich 1 mal 13, 13. Jetzt heißen die beide gleich. Die heißen 13. Und jetzt kann ich von 60 39 abziehen. Wenn ich von 60 40 abzöge, dann wären es bloß noch 20. Aber ich habe ein weniger abgezogen, also ist Y 21 13. Jetzt gucken wir nach. Stimmt halt. 21 Dreizehntel. Jawohl. Jetzt haben wir beides mal das gleiche rausgekriegt. Es müsste richtig sein. Aber jetzt müssen wir abschätzen, ungefähr, wie viel das ist. Und jetzt sage ich einfach 26 Dreizehntel wären 2. Ne? Also 26 Dreizehntel heißt ja 26 durch 3 ist 2. Es sind aber nicht ganz so viel, also muss es 1, Tralala sein. Und, wo, einverstanden, 1,5 funktioniert. Also. Das hier, diese Vorüberlegung, die macht man dann. Oder man tippt es in den Taschenrechner ein und kriegt eine genauere Zahl raus. So, ich hoffe, das genügt jetzt erstmal. Ich werde jetzt, da mache ich hier einen Verweis dazu, einen Link hier unten, beziehungsweise ihr guckt auf den nächsten Teil. Ich werde jetzt solche Sachen hier, also solche Bruchübungen, ohne dass wir jetzt hier mit Graphen und so weiter umgehen, ohne dass wir jetzt hier Gleichungssysteme verwenden,
Die werde ich jetzt mal aufschreiben, Pause-Taste und ihr macht dann weiter und so weiter und so fort. Dieses Video halte ich jetzt erstmal an.